Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Quest, immer noch ohne Ernie mit Katze. Und einer übergroßen Schmelze. Ne, warte mal, die hatten wir schon, ne, in unseren Aufnahmen, die hatten wir schon. Ich glaube ja. Aber die Katze hat ein bisschen gestreamt und ich auch einmal. Das müsste auch theoretisch auf YouTube zu sehen sein. Ich hoffe, ich habe es nicht verpennt. Aber die Katze hat noch einen Tag mehr gestreamt als ich, nicht viel, eine Stunde oder so. Und dabei ist dieses Kunstwerk entstanden und ich schwenke da. Tada! Guckt ihn euch an, das wird unser Homecraft-Turm. Cool, oder? So, da rennen wir jetzt mal rein. Für die Leute, die sich bei mir wundern, wo die Death Points herkommen, ich bin zweimal gestorben beim Bau dieses Turms. So ein fähiger Kerl. So, hier unten ist, hier unten machen wir einfach nur, weiß ich nicht, die Sachen. Weißt du, was mir einfällt? Ich brauche einen Kamin für das, für den Cruise, wobei den kann ich ja auch am Dach machen, dann diese ganze Alchemie-Kack. Hier ist die nächste Ebene. Müssen wir mal gucken, was wir reinmachen. Hier machen wir. Für den Crucible? Nein, für den, wenn du Essenzen zusammen mixt, passiert ja schon mal, dass da so Gase aufsteigen und so. Die sind nicht so gut, wenn die in der Bude bleiben. Und hier haben wir noch ein bisschen Regale. Hier können wir noch Zeug reinlagern. Ja? Und dann kommt, ja, haben wir vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen, wahrscheinlich noch was oben drauf. Oder müssen wir, weil wir diese Runenaltar, den wir bauen müssen, der braucht ja nun mal ein ganz kleines bisschen Himmel, glaube ich, über sich, damit die Blitze einschlagen können. Ja. Ja, das ist im Prinzip das Wichtigste. Ach so, wir haben ein QED gebaut im Stream, damit wir eine bessere Stromversorgung erstellen konnten, ja. Hier ist das QED. Und jetzt können wir halt, oder wir haben dann halt ein achtfach Lava-Generator gebaut, der jetzt so viel Strom produziert, dass wir uns überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Das ist halt jetzt mehr als genug. Genau, da und wir haben deswegen auch noch die Tree Farms, weil es war einfach ineffizient, dass die dann nur 3 Wood oder so rausgekriegt haben. Die laufen jetzt mit RF-Engines. Bedeutet, da sind jetzt auch Kabel nach unten hingelegt. Ach so. Die sind jetzt auch auf RF gelegt. Cool. Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Das ist, ja, das habe ich auch im Stream gemacht gehabt. Das sind nur diese EF-Upgrades, beziehungsweise die EF-Dinger. Einen Redstone-Block, 2 Gold und der Rest ist Eisen, ja, die du normal zum Upgraden von den ganzen Maschinen brauchst. Ich denke, wir werden einen Planter und Harvester bauen und ja, gut, sind dann für immer durch. Das ist richtig, aber die Dinger, die Upgrades hier sind keine Verschwendung, weil wir können damit die anderen Maschinen von Progressive Automation damit upgraden, weil die ja immer, das ist immer ein Crafting-Teil, dieses Upgrade. Ah, okay, gut. Ja, was haben wir noch? Achso, ich habe hier, ich glaube, offline noch einen Glacier gebaut, weil wir brauchten ein bisschen Eis und Schnee. Vor allem Eis für Thaumcraft musste ich, damit ich an alle Shards rankomme, habe ich ein bisschen geguckt, wie man an die Shards rankommt. Seht ihr hier, ich habe mir von den ganzen Shards was geholt. Der eine Mal brauchte ich TNT und einmal Stone Slabs und Nether Slabs und all so ein Kack. Das habe ich aber auch offline gemacht, weil das ist einfach nur die Plätze. Steinchen hinsetzen und mit dem Hammer draufhauen. So was von langweilig. Aber deswegen haben wir schon mal alle Shards bei Sannen. Und jetzt räumen wir erstmal um, weil das ganze Zeug muss nämlich jetzt. Und ich habe einfach komplett verplant gehabt, Musik anzumachen. Ich bin komplett kopflos. Aber wir haben durch unseren Livestream-Zeug Quests anscheinend gemacht. Haben wir? Ja. Haben wir? Warte. Ja, mit dem Ignos Extruder, den ich gebaut habe, und dem Glacial Precipitator haben wir dann eine Reihe freigeschaltet wahrscheinlich. Haben wir eine Reihe freigeschalten, da du heute anmoderiert hast, würde ich sagen, machst du mal den ersten Quest abgeben. Da kriegen wir übrigens wieder her. Sind das viele. Elemente, wir kriegen eine Blizzrod. Nee, warte mal. Also ich müsste jetzt theoretisch Elemental Processing abgeben, richtig? Ja. Gut, und dafür gibt es ein Herz. Ja, stimmt. Und eine Blizzrod. Genau, für das nächste würden wir für den Magma Crucible, den habe ich ja schon vor einiger Zeit gebaut. Ja, den kannst du auch dann klaue ich mir auch den Quest, dann kriege ich nämlich 16 Glowstones. Oh, wow, ich bin so stolz auf dich. Ja, und dann haben wir noch einen Fluid-Transporter. Ah, den Fluid-Transporter habe ich gebaut. Ja, es ist. Ja, genau. Da hast du eine Reward-Bag. Jetzt musst du uns natürlich auch zeigen, was in der Reward-Bag drin ist. Eine Greater. Ich muss erst Platz im Inventar schaffen. Hast du zufällig, kannst du eine von den Chests vielleicht mal eben darüber räumen? Weil ich habe gar keinen Platz mehr im Inventar. Eine von welchen Chests? Ja, ich weiß nicht. Ist egal. Einfach eine Chest, die du mir drüben in den Turm stellst, damit ich Platz machen kann. Es ist eine Greater Reward Bag. Das ist also ein bisschen was Besonderes drin. Bin mal gespannt. Stellen wir die Kisten. Hoffen wir mal, hin. Dass da kein Müll rauskommt, gell? Stellen wir mal die Kisten hin, irgendwo, wo es schick aussieht. Ich glaube, hier in der Ecke erstmal. Hallo, Kistenboy.
Ich komme. Tschüss auf dem Weg. Stell den mal bitte hier hin. Da werde ich kürre. In welche Richtung soll die denn zeigen? Das ist eine Ecke. Ja, so, dass ich von hier Zugriff habe. Schick, so. Dankeschön. So, Schatz, 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 Schatz. Hast du noch eine mit? Ja, ja. Exzellent. Hör mal, ich weiß zwar nicht, was ich da reintun soll, aber ja, danke. So, da kommt und hier der Rest ist auch noch rein. Eine. Und den Rest machen wir auch aus Kisten. Wir machen jetzt die komplette Wand aus Kisten. Das ist jetzt ich so. Denke nicht. Ich denke, das ist eine dumme Idee. Wie, das ist eine dumme Idee. Hast du so. Mich gerade dumm pass getan? Pass auf, wir machen jetzt die Reward Backup. Wo bist du? Katze, 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 Katze. Ich bin am Hunger fern. Okay, ich komm dir hinterher. Nee, 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 nee. Nee, 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 ich kann fliegen. Fliegen. Okay, Greater Back. 3, 2, 1 und es ist. Okay. Du hättest dich mehr darüber gefreut als ich hier. Ganz viele! Warum ist sowas in einer blöden Greater Back drin? Ich glaube, von Fischis kriegen wir nie genug, oder? Ich glaube, wir müssen alleine für Katzi den Autofischer aufbauen. Ja, das wollte ich eigentlich die Folge machen. Ich glaube, da brauchst du aber den Teich richtig für und so, damit das nee, geht. Nee, da brauchst du ein maximal 3x3 Feld. Okay, na, das ist ja nicht so schwer. Na, das ist machbar. Oh. Eine Chest habe ich ja, die habe ich alle weggestellt. Wir brauchen Hardenet, Hardenet. Davon brauchen wir ein bisschen was. Und wo stellen wir den dann am geschicktesten hin? Das ist eine gute Frage, gell? Gut Frage. Meine, momentan geht es um Fischis. Bedeutet im Endeffekt, mir ist das Aussehen komplett Wumpe. Da geht es darum, dass ich Fischis bekommen werde. Bedeutet, wir nehmen uns ein paar Baublocks, hier ein paar Steckies. Und weil Fischi, und hier ist ja sowieso schon Energie, die da hin und her fließt. Aber das ist die schlechtere von beiden Energiequellen, die wir hier haben. Oh, so viel Auswahl. Fischis. Fischi, 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 Fisch, Fisch, Fisch. Fischis. Machen wir da ein Eimerchen hin. Und dann machen wir da ein Eimerchen hin. Und dann machen wir da ein Eimerchen hin. Und wir haben eine vollständige Water Source. Und das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. Und das bedeutet, wir können da jetzt den Fischi hinstellen. Den Fischi Fischer. Den Fischimacher. Den Super Fischinator. Den Fischinator. Den Hui! Okay, du hast ja eindeutig nicht mehr alle auf der Latte. Aber sonst geht's dir gut. Ich bin eine Miezekatze. Ja, Marmon? Ja, fast. Wuff. Ich bin eine Miezekatze. So. Und damit hat der Fischer jetzt auch Power. Und jetzt wirkt er auch, während er Power hat. Und wir müssen nur noch gucken, dass wir hier dann. Ach, du ahnst nicht. Ups. Ach, du ahnst nicht. Ups. Doch, wenn du mir das so sagst, ahne ich das. Nein, dreh dich mal um und guck nach oben. Ups. Ich wusste nicht, dass der so groß ist. Kackbaum. Dann stell den Harvester dahin. Den Chopper Sekunde. Hier einfach, ne? Ah, ne, stimmt, wir haben ja einen Harvester. Haha, wir haben ja einen Harvester. Den Harvester einfach hinstellen, der macht das schon. Brauch nur auch Strom dabei. Der Fischer macht Fischis. Der Harvester macht Harvester. Und die Fischis gehen da rein. So. Und dann kommen die in eine Kiste rein. Und eine Kiste müssen wir craften. Und das machen wir wieder so, weil wir brauchen sowieso öfter Kisten. Wir könnten eigentlich gleich so eine Greater Bag machen für den. Also eine Greater Chest, aber. Machen wir erstmal so. Ja, ja. Und dann gucken wir, ob der tolle Fischis produziert. Der produziert bestimmt Fischis. Au! Au? Ja, von hinten, Kackviecher hier. Fischi, 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 Fischi. Wir haben Fischi. Nein, der produziert wirklich Fische. Wir haben Fischi. Ja, Fischi. Fischi. Wir haben noch eine Quest, wo wir so und so viel Kühe töten müssen. Ich glaube, ich habe die gerade geschafft. Echt? Ich glaube ja. Hier waren nämlich eine ganze Horde an Kühen.
Wir haben sowieso noch drei Quests zum Abgeben. Cool. Mob Hunter 2 Quests. Spider und Zombie. Ja, die ist ja immer wieder fertig. Aber ich meine eigentlich ja. Eine besondere. War die bei Mob Hunter? Das ist Tom Murgi, hattest du noch fertig, den Cauldron. Oh ja, das mache ich gleich. Aber ich meine, da wäre noch was anderes gewesen. Aber wo nicht, war dass das ich wüsste, denn? Dass da noch irgendwo ein Cowding ist. Doch, Sky Farm. Raw Beef. Jawohl. Skelett oder Spawn Chicken? Nee, ich denke, wir Skelett. Dankeschön. Was? Warum Skelett? Ja, weil wir das eh abgeben müssen für eine andere Quest. Und weil Spawn Eier brauchen wir auch nicht mehr. Stimmt. Was ist denn hier los, ey? Warum arbeitet das Ding denn so kacke? Gibt Energie aus, es verbraucht auch Energie, aber es ist sehr langsam. Ich denke da. Und jetzt ist Latsch voll. Ja. Haben wir schon gesehen. Kackdinger. Ja, miau nicht hier rum, Katze. Also meine Katze, nicht Katze, Katze. Dach grad schon. Da kommt Scheibe eine Stress. Mau. Piri, mach mal. Mau. So, ich kann den Great Boss einfach nicht. Yo, wir können das Holz nicht mal selber abbauen. Warte, geht jetzt. Doch, ich hab eine Axt, womit ich das. Nein, kann ich nicht. Habe selber auf sie die Hand. Blablablab. Nachdem das Latsch. Steil. Zack, fertig. Super. Hat auch nur die halbe Batterie leer gefressen, sonst nix. Ja, die Batterie kann man ja wieder theoretisch anschließen. So, ich glaube, das war aber auch eine Quest in Thaumcraft. Nämlich Greatwood zu kriegen oder ein Greatwood Lock auf jeden Fall. Aber cool, die Dinger sind schwierig. So, Aber Solarpanel 2 zu machen, das ist möglich. Das tun wir weg. Irgendwie habe ich einfach zu viel Zeug im Inventar und das ist nicht gut. Weg. Wir brauchen mehr Glas und für mehr Glas brauchen wir mehr Sand. Und für Sand brauchen wir. Sand müsste aber immer submäßig produziert werden, da müsstest du nicht das Problem mit haben. Wie submäßig? Das wird ja auch gleich mitgefiltert. Ah, so. Habe ich schon mal gesagt, dass wir eine. Aber ich habe es schon gesagt. Ich glaube ja. Ich weiß zwar nicht, was du sagen willst, aber. Mehr Pulverizer, mehr Win. Ja, deswegen will ich ja gerade, um das dann auch tragen zu können, wollte ich noch ein paar Solarpanel hinzutragen. Weil wir haben ja nicht genug. Ja, gut, dann machen wir halt Pulverizer. Oh. Komme ich hier an das. Pulverizer. Ich will das nicht verlieren, ja. Ich brauche noch zwei davon. Stone, Cobblestone. Eins. Ja, da brauchen wir auch wieder Sand. Beicht. Wen? Early bitte nur. Alles ausgemacht. Ach so, das war noch dabei, alles ausgemacht zu haben. Ja, so. Hier läuft gerade unsere Ding. Okay. Hier läuft gerade noch unsere Verarbeitung davon. Von dem, was ich im Livestream angemacht habe, weil wir Glas gebraucht haben. Das erklärt natürlich einiges. Mir sagt es zwar nichts, aber cool, dass es dir was sagt. Ich habe leider keinen Timer angemacht. Den muss ich mal ganz kurz. Ich hoffe, ja, ich mal, kann dir sagen, wann die Folge zu Ende ist. Keine Sorge, wir haben noch zweieinhalb Minuten. Ich mache mal ganz kurz meinen Timer auch noch hier auf, weil ich das Programm wechseln musste jetzt zum Aufnehmen. Habe ich jetzt extra so einen Speedrun-Timer von Pokémon-Spielern. Ach so. Ah. Denn der geht immer automatisch, wenn ich meine Aufnahmekombination drücke, starte ich den mit. Und der läuft das dann runter. Sag mal, dieses Brickwell-Dingsbums, ne? Kann ich mir das da hinten wegnehmen? Wo man Wasser einfach rausnimmt mit dem Eimer. Das brauchen wir doch nicht gar nicht da, wo es steht, oder? Nee, da, wo es steht nicht. Aber ich würd ehrlich gesagt dringend raten. Brickwell nervt einen nämlich übelst nach einer Zeit. Das ist ja mit diesem, der Eimer kommt ja immer komisch hin, oder? Ach so, ja, aber was haben wir denn für eine Alternative? Guck mal, ob du dir eine Sink machst. Eine Sink hat das gleiche wie die Brickwell, nur dass die, weniger nervig ist, nennen wir es mal so. Das Ding heißt einfach Sink? S-I-N-K, ja. Was macht das Ding? Das ist doch ein Ofen. Was? Piri, Ruhe! Warte, ja. Sink? Halt, warte, nein, das ist das Falsche. Was ist denn ein Sink? Das gibt's ja anscheinend gar nicht. Provided water to recipes. Ich versuch's mal. So, hier haben wir eine Sink. Warte. Es klappt! Es klappt! Dein
Was ist denn das, bitteschön? Und dieses hässliche Ding muss ich jetzt in meinen geilen Thaumcraft-Turm stellen. Du bist doch ein Lappen. Das sah aber nicht so aus. Bei uns im Projekt sieht das anders aus, das Ding. Aber man kriegt Wasser von. Das ist alles Küchenutensilien für den Turm. Geil, ehrlich. Richtig gut. Oh, Mann. Piri, Ruhe! Mau, wow. Okay. Sind wir die ganze Mau, Mau. Okay, habe ich meine Privatspüle. Gut, ach, aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war's schon wieder mit der heutigen Folge, ja? Katze hat die Folge hoffentlich gefallen, den anderen auch. Und dann hoffen wir, dass wir euch zum nächsten Mal wiedersehen. Guckt unbedingt bei Katze vorbei, Link ist unten in der Description. Und bei Louis natürlich. Und auch. Link ist auch in der Beschreibung. Nee, die ist nicht da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder morgen, hoffen wir mal oder so. Macht es gut, gute Nacht und bye bye. Tschüss.